Heute spreche ich mit einer der bekanntesten und, wenn ihr mich fragt, einer der beliebtesten kirchlichen Persönlichkeiten, mit Bestseller-Autorin Margot Käßmann. Und ich freue mich schon jetzt über eure Kommentare zu diesem Gespräch unter dieser Folge. Ich finde, sie fasziniert durch ihre nahbare, offene, direkte Art und sie tröstet im Moment auch gerade in dieser Zeit mit ihrem aktuellen Buch Nur Mut. Ja, aber wo holt sich eine erfahrene Seelsorgerin, Mutter von 4 Kindern, Großmutter von 7 Enkeln, Trost, wenn sie selber einmal Zweifel hat? Und was empfiehlt sie im Moment als neue Kraftquelle und Rückhalt Menschen ohne Glauben? Das verrät sie uns jetzt. Sie haben ein großartiges Buch geschrieben für genau diese Zeit. Trägt auch den Titel Nur Mut. Ich liebe auch Ihre Kinderbücher, die genauso Mut machen, und den Podcast Mensch Margot. Lassen Sie uns mal vielleicht an ein paar Gedanken lang wandern, die auch in Ihren Kapiteln stehen. Stichwort Mut, so heißt ja auch unsere Reihe. Verraten Sie uns vielleicht mal einen Punkt, einen Moment in Ihrem Leben, wo Sie ganz besonders viel Mut brauchten, wo Sie vielleicht wirklich verzweifelt waren, gelitten haben. Also ich muss persönlich sagen, dass ich natürlich nicht so sehr verzweifelt bin unter der Situation wie viele andere Menschen, die an existenzielle Ängste kommen. Ich habe hier einen Bekannten, der kann seinen Café wahrscheinlich nicht mehr eröffnen, weil er mit der Miete im Rückstand ist und sagt, warum soll ich überhaupt eröffnen? Ich weiß doch gar nicht, wie lange. Ich sehe Familien am Limit, also meinen Kindern und Enkelkindern geht es sehr gut, aber es sind natürlich andere, die in engen Wohnungen sind. Also ich persönlich darf mich überhaupt nicht beklagen, aber ich möchte den Leuten immer so gerne sagen, Leute, nur Mut, wirklich, wir müssen da durchkommen. Ich habe eben an der Apotheke eine ziemlich verzweifelte junge Mutter gesehen, die gesagt hat, ich weiß nicht mehr, wie ich es schaffen soll. Und da habe ich gesagt, komm, das geht vorbei, wir werden das überstehen, wenn wir zusammenhalten. Also ich denke schon, dass ich in der Rolle bin, anderen zu sagen, los komm, wir schaffen das. Ich nehme mal an, diese Frage werden Sie schon einige Male bekommen haben, aber ich interessiere Sie wirklich von ganzem Herzen. Gab es trotz allem auch mit Ihrem Beruf und Ihrem persönlichen Weg und Ihrem starken Vertrauen, gab es mal so einen Punkt, wo Sie auch an Gott gezweifelt haben? Also das muss ich ganz ehrlich sagen, ich denke, dass Zweifel dazugehört. Du musst dich manchmal fragen, gibt es Gott überhaupt und sitzt du nicht einer Chimäre auf? Oder Karl Marx hat ja gesagt, also das ist sozusagen Opium des Volkes, mit dem sich Menschen betäuben, weil sie diese ganze Welt nicht aushalten und sich vertrösten lassen auf eine andere Welt. Aber es war bei mir nie so, dass ich es grundsätzlich in Frage gestellt habe. Für mich war Glaube nicht so sehr Vertröstung, sondern eher Antriebskraft, sage ich mal so, Adrenalin, zu sagen, doch, trotzdem, dennoch, gegen allen Widerstand und gegen alle ja, furchtbare Lage, die es in der Welt immer wieder gibt. Was war damals Ihr persönlicher Auslöser, auch diesen Weg auch als Theologin zu gehen? Also ich bin mit 16 Jahren in die USA gekommen durch einen Zufall, weil ich wirklich aus Langeweile ein Formular ausgefüllt habe. Ich war Fahrschülerin, da musste man dann ewig warten, immer in so einem schrecklichen Raum auf den nächsten Zug, der fuhr. Und da war so ein Formular, das konnte man ausfüllen für ein Stipendium an einem Internat in Amerika. Mhm. Das habe ich ausgefüllt, wirklich aus Langeweile. Und dann kam ich, Margot aus Bad Allendorf, mit 16 an dieses Ostküsteninternat, und da waren mehrere Auslöser. Das eine ist, ich habe Rassismus erlebt, das kannte ich nicht. Also ich kannte auch gar keine Menschen dunkler Hautfarbe, muss ich sagen, gab es damals in Deutschland nicht so viele. Ja. Die immer separat saßen, ich war ja nun auch Stipendiatin. Das fand ich schlimm, dann habe ich Armut gesehen, die ich so in Deutschland nicht gesehen hatte. Heute gibt es das hier auch, aber alte Menschen, die in Supermärkten dafür ein paar Dollar die Plastiktüten befüllt haben. Dann habe ich das erste Mal Juden getroffen, die auf einmal sagten, du Deutsche, wie war das mit dem Holocaust? Darüber hatte ich nicht nachgedacht mit 16. Und in der Zeit starb mein Vater. Das war natürlich auch existenziell. Und schließlich ging der Vietnamkrieg zu Ende. Das war für mich sowas Bewegendes. Und dass die Amerikaner dann immer noch sagten, wir hätten da bleiben müssen, wir hätten das schaffen müssen. Während bei uns zu Hause es immer hieß, nie wieder Krieg. Dann habe ich Martin Luther King gelesen und dachte, der Mensch kann fromm sein und politisch. Also fromm kannte ich von zu Hause, aber politisch nicht. Und dann dachte ich, das interessiert mich alles. Ich will diesen Fragen nachgehen. Und da fand ich Theologiestudium erstmal einen tollen Ansatz. Sie haben auch in Ihrem Podcast oder in Ihrem Blog auch mal so ein schönes Zitat verwendet. Ich glaube vom Landesbischof Meister. Wir brauchen Trosträume, so eine Oase, wenn wir gerade so in Wüstenzeiten sind. Was sind denn Ihre Trosträume, entweder damals in so einer Situation oder heute, wenn wir auf die aktuelle Zeit gucken? Ich fand das sehr schön, das ist ja mein Nachfolger im Bischofsamt in Hannover, Trosträume. Also du brauchst Orte
an denen du Luft holen kannst, zum Atmen kommst. Ich denke, viele sind im Moment auch so unter Druck. Und wenn ich an reale Räume denke, dann sind das für mich schon Kirchen. Bin sehr dankbar, also als ich in der Marktkirche, als sie dann zu war, Ostern letztes Jahr, das hat mich richtig bedrückt. Also ich finde es schön, da sein zu können und zu wissen, hier haben schon seit dem 13. Jahrhundert Menschen gebetet, ihre Angst vor Gott gebracht. Und ich finde, so ein Raum atmet das auch, dass da Menschen vor dir waren, die mit ihrer Angst, ihrer Sorge kamen, eine Kerze angezündet haben. Natürlich sind es auch irreale Räume. Also für mich ist es manchmal so wirklich tröstlich, wenn ich mit meinen Enkelkindern zusammen sind und die so ganz andere Fragen haben und so ganz frei denken. Dann tröstet mich das auch, dass ich denke, da ist eine junge Generation. Oder wenn ich mit jüngeren Leuten rede, jetzt wie mit Ihnen. Ich habe jetzt auch ja bei dem Podcast im NDR Arne Torben Fuchs, der ist so alt wie Ja, meine Älteste. ja. Und dann finde ich immer sehr schön, dass da junge Leute sind, die übernehmen, die werden Verantwortung übernehmen. Dann kannst du als älterer Mensch auch sagen, die machen das schon. Also du kannst abtreten, die kriegen das schon gebacken. Oder ich habe jetzt bei einem Video ein lesbisches Pfarrerehepaar hier aus Niedersachsen, Ja. die machen sehr anders als ich, aber die machen das auf ihre Art gut. Und das, finde ich, sind auch Trosträume. Das Leben geht weiter und andere werden nach dir gestalten. Was ist denn so eine Frage von so einem Enkel, wenn Sie das verraten, die Sie dann so rausreißt und die Sie total freut? Also mir macht Mut, wie so ein Kind auch die Welt wahrnimmt. Ja, also meine eine Enkeltochter, die dann da steht und von diesem Pferd fasziniert ist und dann die ganze Zeit dreht sich alles um dieses Pferd und sie ist glücklich mit diesem Pferd und sie will auch auf diesem Pferd dann voltigieren und ist dann ein rundherum glücklicher Mensch. Corona hin oder her oder hü oder hott. Aber auch natürlich existenzielle Fragen. Also einer hat, neulich habe ich ihm die Schuhe gebunden, einem Enkelsohn, der ist 3. Und dann guckt er mir ins Gesicht, sagt, Omi, du bist alt. Oh. Dann sagt er, die Falten sind aber lustig. Habe ich gesagt, ja, die sind lustig. Sagt er, und irgendwann stirbst du, ne? Und dann habe ich gesagt, ja, irgendwann sterbe ich. Und dann sagt er, aber dann kannst du mich nicht mehr besuchen. Habe ich gesagt, nee, kann ich dann nicht mehr. Sagt er, ach, dann warten wir noch ein bisschen. Habe ich gesagt, ja, dann warten wir noch ein Oh, bisschen. das Aber berührt ich finde mich. das toll. Das Kinder berührt mich. Das so. ist so direkt und ja, also auch neugierig, aber trotzdem auch positiv irgendwie formuliert, ne? Ohne Schmerz. Kinder sind direkt und das finde ich auch gut. Also ich finde wichtig, wir Erwachsenen oder viele Erwachsene weichen diesen Fragen ja aus, so tun so, als würden sie ihr Leben ewig leben, ja. Und das finde ich ganz gut. Kinder denken nach und ich finde, Kinder müssen auch diese Fragen stellen dürfen. Das ist ja vielleicht auch immer diese Angst vorm Tod oder diese Angst vorm nicht mehr Dasein, weswegen wir manchmal auch uns bestimmte Sachen nicht trauen. Oder glauben Sie andersrum, der Tod bringt uns eigentlich dazu, das Leben viel intensiver zu leben? Meine Erfahrung ist, wenn wir uns mit dem Tod auseinandersetzen und nicht immer ausweichen und sagen, bitte nicht drüber reden, können wir nicht über was Netteres reden? Wenn wir drüber sprechen, wie ist das für mich? Eines Tages, ich weiß ja nicht noch, ein Jahr, 2 Jahre, 20 Jahre, ist das Leben zu Ende? Und was fühle ich dazu? Oder was ist mir wichtig? Oder wie würde ich dann gerne wissen, dass meine Beerdigung vielleicht gestaltet wird? Das sind eigentlich immer gute, intensive Gespräche, weil auf einmal diese Oberflächlichkeit vorbei ist. Und deshalb denke ich, wir sollten diesen Gesprächen nicht ausweichen. Sterben werden wir alle. Also Heinz Zahn, der Theologe, hat mal gesagt, wenn das allgemeine Wissen, dass der Mensch sterblich ist, eine persönliche Nachricht wird, dann treibt es uns schon nochmal ganz anders um. Und deshalb finde ich, wir sollten es nicht so ausklammern, sondern sagen, diese Endlichkeit macht das Leben ja auch so kostbar. Also wenn wir alle ewig leben würden, dann wäre es auch gar nicht so kostbar. Ja, das macht mir gerade so ein bisschen Angst an dieser Industrie, die gerade so überall entsteht mit der ewigen Jugend. Das klingt zwar auch ganz toll, ne, dass man Krankheiten heilen kann und ewig alt wird, aber da fehlt mir vielleicht so ein bisschen auch dieser Sinn im Leben, ne, wo Ich dachte, wir diese wenn Zeit jetzt nutzen alle für können. 100 werden, das wäre doch auch irgendwie, will ich auch gar nicht. Ich denke, das ist auch ein normaler, natürlicher Prozess, das merke ich auch an mir selber. Du wirst halt langsamer, du begreifst auf einmal, wie schnell es vorbei ist auch. Also das ist ja auch was, dass du dann denkst, wenn du über 60 bist, es ging vorbei. In einem Psalm heißt es so schön in der Bibel, als flögen wir davon. Ja? Und gleichzeitig macht es das da, weil du weißt, das ist eine ganz besondere Zeit. Und das merke ich manchmal. Ich habe ab und zu ja Vorträge auch bei Menschen aus der Wirtschaft, wenn ich dann sage, überlegen Sie mal, wenn Sie zurückblicken, was ist das Wichtigste? Und ich glaube nicht, dass es Shareholder Value ist.
oder dass ich möglichst viel erwirtschaftet habe, sondern am Ende ist doch das alles entscheidend, was wir nicht kaufen können. Also Liebe, Vertrauen, Freundschaft, Familie, Beziehung. Das, was wir nicht kaufen können, ist im Grunde doch entscheidend. Darüber haben Sie auch unter anderem andere schöne Bücher geschrieben über das Thema Freundschaft, auch nochmal über dieses Aufbrechen in den reiferen Jahren. Haben Sie auch trotz Ihrer Lebenserfahrung, Ihrer Ausbildung, allem drum und dran, Ihrem Vertrauen in Gott, haben Sie dann doch nochmal mit, wir sind mal gerade beim Thema älter werden, mit diesen reiferen Jahren dann nochmal Dinge geändert bei sich und nochmal mehr Gas gegeben bei Sachen? Haben Sie da wirklich nochmal was verändert? Also das eine, was ich ja verändert habe, ich habe dann sehr überlegt, gehe ich jetzt in Ruhestand oder nicht. Ich hätte für die volle Pension bis 66 arbeiten müssen und das war dann so ein Prozess zu sagen, ich möchte diese Zeit haben, ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch habe und wenn ich es mir finanziell leisten kann und dadurch, dass ich die Bücher eben noch schreibe, kann ich mir diesen Abschlag leisten, dann ist mir diese Zeit so kostbar. Und das genieße ich im Moment auch. Ich muss sagen, vor allen Dingen morgens, ich bin irgendwie 35 Jahre immer um 6 Uhr aufgestanden. Und jetzt schlafe ich ohne Wecker. Das, finde ich, ist die größte Errungenschaft dieser Zeit. Ich mache immer noch viel mit Büchern und mit Vorträgen und Predigten auch, aber mehr Ruhe ins Leben zu bringen, das habe ich tatsächlich geändert. Also ich denke, dass ich heute bewusster und ruhiger lebe, nicht mehr so hektisch. Ja. Sie haben vorhin von Ihrem Aufbruch erzählt, warum Sie sich ursprünglich für Theologie entschieden haben, sind dann Ihren Weg gegangen. Was ist denn etwas, wo Sie heute formulieren würden, das würde ich gerne hinterlassen, wenn die Enkelchen dann wirklich irgendwann mal Sie auf Wolke 7 betrachten? Was möchten Sie da gerne hier hinterlassen haben? Also ich hätte gern als, sage ich mal, Erbe, dass ich ein fröhlicher Christenmensch war. Also ich habe meinen Glauben nie als Unterdrückung, als Einengung erlebt, wie das oft erzählt wird. Für uns, meine Schwestern und mich, war Kirche was ganz Positives. Es war ein Ort der Freiheit, der Entfaltung, der Bildung auch. Also ich nicht so gut wie meine Schwestern, die haben beide Orgel spielen, ich habe ein bisschen Posaune spielen gelernt, aber es war ein Ort, der positiv in Erinnerung ist, ja, und mit viel Freude, mit Spaß auch. Das würde ich gerne weitergeben. Also ich fand immer schrecklich, wenn Christentum so bedrückend, moralinsauer daherkommt. Und ich habe doch viele Menschen erleben dürfen, das hat mich immer sehr glücklich gemacht, Beziehungen zu anderen zu knüpfen. Ich denke, das ist das eigentlich Entscheidende im ganzen Leben. Sie bekommen ja sicher auch selber ganz, ganz viele Anfragen, auch gerade in dieser Zeit seelsorgerische Anfragen. Aber vielleicht auch von Menschen, denen eben nicht dieser Glaube und dieses Vertrauen in Gott mitgegeben wurde. Auch gerade im ostdeutschen Raum ist ja auch die Sozialisierung teilweise eine andere gewesen. Wenn wir da gerade über so Trosträume sprechen, was können Sie denn im Moment solchen Leuten sagen, die vielleicht dieses Vertrauen zu Gott nicht haben, wie man durch schwierige Zeiten kommt? Ich kriege tatsächlich viele Briefe im Moment und E-Mails, vor allen Dingen von Menschen, die einsam sind. Also, und nicht nur alte Menschen, die einsam sind, die natürlich auch, die sich in ihren Pflegeeinrichtungen oder Altenheimen sehr isoliert fühlen. Neulich schrieb mir ein Mann Mitte 40, dass er sagte, gucken Sie mal auf uns, ich bin jetzt nur noch im Homeoffice, ich bin alleinlebend, ich habe keine Familie, also keine Frau, keine Kinder, ich kann nicht mehr ins Sportstudio, ich kann mich nicht mit Freunden treffen und langsam fällt mir wirklich diese Decke richtig auf den Kopf, dass ich das Gefühl habe, ich rutsche in eine Depression ab. Und dann zu sagen, versuch deine innere Energie zu finden, also wenn es nicht der Glaube ist, dann deine Energie zu sagen, ich muss mich in Beziehung setzen. Verabrede ich meinetwegen per Zoom oder du kannst dich ja jeden Tag mit einer Person zum Spaziergang von einer Stunde verabreden. Du musst raus. Also wir dürfen nicht in dieser Enge bleiben, die uns drückt. Gestern Abend war ich bei einer Freundin, die hat gesagt, langsam, mir geht's eigentlich gut, aber langsam raste ich auch aus. Ich muss irgendwie doch Begegnungen haben, sonst fühle ich mich wirklich wie amputiert. Und deshalb denke ich, wir müssen uns aufraffen, diese Begegnung zu planen. Wenn sie jetzt virtuell sind, wie unsere Begegnung, das geht auch, das hilft auch schon, aber möglichst doch sagen, wir können uns doch verabreden. Also dann geht raus, eine Stunde, meinetwegen mit 2 Meter Abstand, wenn da Angst vor Ansteckung ist. Aber bleibt nicht allein und
das Herz wird dann immer enger. Ja. Na, es fehlt einem, ne? Es fehlen auch die Umarmungen und es ist tatsächlich eine andere Energie, wenn man eine Begegnung hat, als wenn man jetzt nur so auf dieser Geistesebene miteinander in Kontakt ist. Wie sehen Sie denn dieses Stichwort Solidarität? Also Nächstenliebe ist ja auch bei Ihnen Kapitel Besonnenheit im Buch. Wie sehen Sie gerade dieses Stichwort Solidarität unter den Menschen? Sind Sie jetzt eher so, dass Sie sagen, doch, da ist noch genügend da? Oder sehen Sie das in Richtung, ich habe das kurz vom Ethikrat gehört hier in Deutschland, auch das ist ein rares Gut, was man pflegen muss und es geht gerade langsam ein bisschen verloren. Wo stehen Sie da? Also ich bin ein hoffnungsvoller Mensch, deshalb würde ich sagen, ich denke, es geht nicht verloren. Wir wissen ja, dass so eine Krise das Beste und das Schlechteste in Menschen hervorbringt und die, die schon immer eher nicht so solidarisch waren, die Ja. sind es ja nicht. Aber ich sehe auch andere. Also ich bin auch Mitherausgeberin der Straßenzeitung hier in Niedersachsen Asphalt. Und erstmal, wir konnten 6 Wochen durften die Verkäufer nicht verkaufen. Das war für die bitter, weil die das auch brauchen, diese Begegnung auf Augenhöhe. Und da gab es dann so viel Spenden, dass wir tatsächlich allen Verkäufern jede Woche einen 25 € Lebensmittelgutschein bringen konnten, weil die anderen das fahren. Und jetzt war ich beim Einkaufsmarkt hier, davor stand einer und dann habe ich gesagt, ja und wie ist es jetzt mit dem Verkaufen? Hat er gesagt, die Leute kaufen wirklich gut, weil die genau wissen, wir brauchen unser Einkommen und wir brauchen die Begegnung. Also da gibt es Solidarität. Ich sehe auch, dass Familien sich zusammentun und sagen, also wir mit unseren 2 Kindern und ihr mit euren 3 Kindern, wir tun uns jetzt zusammen und helfen uns gegenseitig aus, damit das irgendwie hinkommt mit dem Homeschooling. Oder ich habe Botschaften, die einen haben jetzt wirklich Briefe geschrieben. Da konnten dann alten Einrichtungen sagen, wir haben hier Frau Müller, Herrn Schmidt und Frau Schulze und die sind so allein. Und dann haben Menschen sich hingesetzt und haben denen freundliche Briefe geschrieben. Also ich setze darauf, dass die Solidarität in unserem Land existiert. Nicht bei allen, aber ich behaupte es einfach bei der Mehrheit. Ja, das ist überhaupt ein spannendes Thema mit Asphalt, was Sie gerade ansprachen, Asphalt, das Magazin. Da habe ich ja auch gelesen, die Straße wird immer weiblicher, ne? Also es sind auch immer mehr Frauen, die obdachlos sind. Auch so ein Thema, wo Sie Also drauf das fand schauen. ich jetzt auch sehr bewegend und erschütternd, muss ich sagen. Auch Frauen mit Kind. Und gerade in dieser Situation, dass manche Leute ihre Miete nicht bezahlen können. Und da frage ich mich dann doch, was sind das für Vermieter, die eine alleinerziehende Mutter mit Kleinkind vor die Tür setzen, weil sie die Miete zurzeit nicht zahlen kann. Habe ich aber auch einen Brief bekommen von einer Frau, die erzählte, dass eine Nachbarin für sie 3 Monate Miete gezahlt hat, weil Wow. sie ihr helfen. Sowas gibt es dann eben auch. Nur ich möchte mal appellieren, also wenn es irgendein Vermieter hört, Leute, das könnt ihr doch nicht machen. Eine Mutter mit Kind vor die Tür setzen. Wahnsinn. Aber auf der anderen Seite auch so starke Geschichten, Beispiele, die Sie gerade erzählen. Was war denn mal für Sie persönlich in Ihrem Leben einer der besten irdischen Ratschläge, die Sie bekommen haben? Da gibt es ja immer die berühmte Großmutter oder irgendein Mentor oder ein Professor, den man dann in seinem Leben dann trifft, der einen nochmal auf den richtigen Weg schiebt. Was war denn für Sie da so ein Schlüsselerlebnis? Also das eine ist tatsächlich unsere Großmutter. Meine Schwestern wissen das auch mit rollenden Augen. Wir Cousins. Denkst alle, die hat immer den Apostel, wenn wir uns gestritten haben, den Apostel Paulus zitiert, lass die Sonne nicht über deinem Zorn untergehen. Oh, schön. Ist aber ein guter Rat, weil wenn du ins Bett gehst, solltest du den Streit, den du hattest, irgendwie versuchen zu beenden. Sonst schläfst du auch nicht gut. Also das finde ich schon ein guter Rat. Und dann, als ich mal, das ist biografisch für mich wichtig gewesen, ich war sehr, sehr enttäuscht. Ich hatte ein tolles theologisches Examen hingelegt. Dann hatte die Kirche aber eine Pfarrerschwemme. Ich bin ja Babyboomer-Generation. Wir waren immer zu viele. Und dann hieß es von der Kirche, ja, Sie sind jetzt schon wieder schwanger mit 2 Kindern. Eins hatte ich schon. Wir fänden nicht gut, wenn Sie jetzt eine halbe Stelle antreten und Ihr Mann eine halbe. Jetzt lassen Sie mal Ihrem Mann den Vortritt. Das ist doch nicht machbar mit 3 kleinen Kindern. Dann bin Was? eingeknickt. Habe mich immer geärgert. Ich bin da eingeknickt, weil der Druck so groß war. Und es war auch noch eine Frau, die mir das vermittelt hat, nach dem Motto: Meine Generation hat sich ja auch zwischen Beruf und Familie entschieden. Ist manchmal das Schlimmste, wenn Frauen solche Ratschläge geben. Habe ich auch erlebt, ja. Ja, und dann, ah, da war ich dann wirklich irgendwie klein gekocht, sage ich mal, und dachte: Warum hast du dich nicht gewehrt oder warum hast du das nicht durchgesetzt? Und dann kam ein älterer väterlicher Freund, sage ich jetzt mal, und hat gesagt: Margot, nutz die Zeit und promovier. Und dann habe ich gesagt: Ah, das traue ich mir überhaupt nicht zu. Doktorarbeit, Theologie, das ist alles viel zu schwierig. Und dann hat er gesagt: Doch, das traue ich dir zu. Ist letzten Endes eine Fleißarbeit, das kriegst du schon hin. Und der hat mir dann auch einen, in Anführungsstrichen, Doktorvater vermittelt. Also, das hat mir damals sehr geholfen, war mir auch gar nicht so bewusst, weil langfristig als Frau in der Kirche
war diese Promotion auch wichtig, weil dann keiner dir sagen kann, sagen sie bei Frauen gerne, sie ist ja keine gute Theologin. Und das kann dir beim Doktortitel nicht so leicht jemand unterschieben. Wow. Haben sie trotzdem gemacht, aber es stärkt doch die Position. Dem Punkt jetzt die Nachfrage, heute ist es ja vielleicht für viele nicht mehr so das Thema, aber wie haben Sie das dann so als Powerfrau gemacht mit den Kindern und der Karriere? Also waren Sie dann oft schon mal am Limit und verzweifelt oder? Natürlich war ich am Limit. Ja. Ich denke, dass ich sehe bei meinen Töchtern, ich habe inzwischen 7 Enkelkinder, also ich sehe, dass die, dieses Beruf und Familie, das war in der DDR, muss ich sagen, wirklich besser. Also die Kinderbetreuung war besser und es war auch nicht dieser Vorwurf, das habe ich auch oft erlebt, wenn ich da war, habe ich mich immer verteilt, ja, ich trotz der 4 Kinder, dann habe ich gesagt, was ist das Problem? Hm. Ja, und in Deutschland West war es schon so. So ein Rabenmutter-Ding. Also eigentlich zu Hause, bis die Kinder in der Schule sind. So. Und dann war immer so das Thema auch, jetzt muss sie wieder in den Beruf eingegliedert werden, als wäre sie irgendwo aus der Welt gewesen. Also es ärgert mich bis heute. Ist heute zum Teil ja auch noch so. Ja. So, was wollte ich eigentlich sagen? Langer Rede, kurzer Sinn. Ich hatte auch einen Spagat, aber wie gesagt, dieser gute Ratgeber hat dann noch gesagt, bewirb dich um ein Stipendium. Ich habe dann 600 Mark bekommen im Monat für die Promotion und davon habe ich eine Tagesmutter bezahlt, die von 8 bis 12 kam. Die war happy mit ihren 600 Mark, weil die eben Schulkind hatte und nicht berufstätig sein wollte. Und ich hatte von 8 bis 12, bin dann in die, das war so eine Hügelstube, so ganz klein, habe ich einen kleinen Computer gekauft und habe ich dann gesessen zwischen meinen Büchern und war promoviert. Aber das war toll, weil ich dann wieder happy war. Ich habe dann von 8 bis 12 meine Doktorarbeit geschrieben und dann habe ich Mittagessen gekocht und Nachmittag hatte ich auch wieder Lust auf Playmobil oder Lego Duplo oder sonst was. Also das war für mich dann wirklich eine Rettung oder die richtige Balance. Toll. Und kennen Sie selber aus Ihrem Leben so ein Gefühl von Reue oder sind Sie auch von vornherein so ein Charaktertyp, der das gar nicht zulässt und sagt, das Leben hat so seine Station, man entscheidet immer, wie man entscheiden kann? Oder könnten Sie was zur Reue sagen, wie man da vielleicht damit umgeht? Das beschäftigt ja auch viele Leute. Also ich bereue eigentlich nichts. Ich meine, jetzt würden alle sagen, ich muss diese Alkoholfahrt bereuen, nach der ich zurückgetreten bin. Das ist ja inzwischen Legende. Aber das gehört zu meinem Leben dazu. Ich habe das integriert und sag mal, das war nicht schön. War ein Albtraum auch, so in dem öffentlichen Fokus zu stehen. Aber für mein Leben insgesamt war es auch eine Veränderung, die viel Positives mit sich gebracht hat, dass ich nochmal ganz andere Wege gegangen bin, sonst wäre ich wahrscheinlich bis 66 Bischöfin geblieben. Und so habe ich nochmal ganz neue Felder mir erobert. Also ich bin mit meinem Leben insgesamt im Rückblick zufrieden. Ich bin sehr dankbar auch, als Frau nach 45 in Deutschland geboren zu sein, mit denen schon. Also dass ich, auch meine Schwestern und andere eben, dass wir Abitur machen konnten, obwohl wir nicht aus Akademikerfamilien stammten, studieren durften. Als ich geboren wurde, wurde gerade die erste Frau in Deutschland ordiniert überhaupt mit vollen Rechten. Und als ich Abitur gemacht habe, da fiel erst die Klausel, dass Pfarrerinnen ehelos sein müssen. Also ich bin wirklich eine Generation, die profitiert hat von der Entwicklung, muss ich sagen. Dafür bin ich dankbar. Sie haben jetzt verschiedene Stationen Ihres Lebens angesprochen. Was Lachen und Liebe ist hier bei Ihnen auch im Buch so ein schönes Kapitel. Was gibt Ihnen zwischendurch Kraft und Lachen? Also ich weiß, die See ist es, das Meer, Usedom, ne? Und die Posaune haben Sie kurz angesprochen, die Sie gelernt haben. Also auch die Musik, Billy Joel, das weiß ich auch. Was gibt Ihnen denn vielleicht sonst noch Kraft? Also Billy, ich muss mal sagen, Musik, viele erwarten immer, dass ich so Bach- oder Mozart-Fan bin. Ja, das finde ich so sympathisch, dass Sie das nicht machen, immer gleich. Ja, ja, aber die Popmusik und also als ich bin schon, seit ich damals in Amerika war, eben letztes Jahrhundert, Billy Joel-Fan und dann habe ich gesehen, es gab einen Schluss, also er hat so eine Abschlusstournee gemacht, weiß man nicht, ob es wirklich eine Abschlusstournee war, aber hieß so. Und der einzige Auftritt in Deutschland war genau an dem Tag, an dem ich in Hannover in der Marktkirche in den Ruhestand verabschiedet wurde. Hat mich richtig geärgert. Oh. Mm. Und dann habe ich im Internet gesehen, der ist 2 Wochen vorher in Dublin. Und dann habe ich mal geguckt. Das war gar nicht viel teurer als nach Hamburg und Übernachtung. Und das war Ende Mai 18, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, es war warm.
in Dublin irgendwie 30, 40.000 Menschen und das war großartig. Ich bin heute immer noch begeistert. Das ist das schönste Konzert, glaube ich, das ich je erlebt habe. In so einer Stimmung, so friedlich und so viele Menschen. Ich dachte, das muss die Kirche eigentlich auch kennen können. Also es ist so ein bisschen wie Schlussgottesdienst vom Kirchentag. Und wenn Sie jetzt sagen, andere Glücksmomente, also mit meinen Enkeln habe ich Glücksmomente, keine Frage. Aber ich weiß, als Generalsekretärin des Kirchentages, da war ich damals verhältnismäßig eben doch sehr jung mit 35. Und da hatte ich schon Fracksausen 95, der erste Kirchentag, den ich verantwortet habe. Und dann kam dieser Schlussgottesdienst in Hamburg. Das Wetter war schlecht, wie vermutet schon. Aber die Leute waren in so guter Stimmung. Es war so positiv. Es hat mich dann auch glücklich gemacht zu sehen, das ist gelungen. Also gemeinsam. So eine Gemeinschaftserfahrung oder auch in Wittenberg Reformationsjubiläum, wenn man dann hinterher sagen kann, wir haben das gemeinsam gewuppt gegen alle Widerstände und alles, was schwierig war. Ich finde, das sind schon Glücksmomente dann. Und hoffentlich haben wir solche auch bald wieder, auch mit Konzerten und solchen gemeinschaftlichen Momenten, ne, wo wir uns begegnen können. Sie schreiben auch so tolle Kinderbücher. Also eines meiner Lieblinge ist, ich habe es mir hingelegt, der kleine Waschbär traut sich was. Das ist sogar für Kinder ab 2 Jahre schon, schreiben Sie Mutmachgeschichten. Und da geht es darum, dass er eben herausfindet, wofür er ganz besondere Kräfte hat. Ne? Du bist gut, genauso wie du bist, schreiben Sie dann darin. Was, wenn Sie in einen Fragebogen schreiben müssten, Frau Käßmann, was ist denn Ihre persönliche Superkraft. Was würden Sie da reinschreiben? Ah, das ist schwierig für sich selbst zu sagen, Ja, ich aber ich sage mal, weiß, ja. ich bin einfach dankbar, dass ich immer so eine fröhliche Resilienz hatte. Das kannst du ja nicht erzeugen persönlich, sondern wir wissen das ja auch bei Frauen. Zwei Frauen werden vergewaltigt, die eine zerbricht daran, die andere sagt, boah, das Ja. werde ich werde dadurch nicht unterkriegen lassen. Und das kriegst du ja mit aus deinen Genen, aber auch natürlich aus den Grundüberzeugungen, die dir mitgegeben werden. Und dafür war ich immer dankbar. Ich hatte immer so eine innere Resilienz, da kommst du durch. Das ist nicht das Ende, sondern da gibt es immer einen Weg. Und Sie haben ja vorhin gefragt, mit dem Rückblick und der Reue. Ich denke, wir müssen das Leben als Weg sehen und wir müssen Abzweigungen nehmen. Ja, du kannst ja nicht stehen bleiben. Du musst dann sagen, heirate ich jetzt? Und wenn ja, diesen Menschen, will ich Kinder oder nicht? Und wenn ich keine bekommen kann, wie gehe ich damit um? Nehme ich diesen Beruf oder einen anderen? Und nachher kannst du zurückgucken und sagen, die Abzweigung hättest du besser anders genommen, aber es hilft nichts. Du musst ja entscheiden. Und damit den eigenen Frieden zu finden und zu sagen, war mein Leben so, war es und es ist gut so. Das finde ich, ist eine gute Lebenshaltung. Oder ich nehme jetzt nochmal eine biblische Figur, der Josef. Sie erinnern sich, die Brüder haben ihn verraten und verkauft, alles ganz furchtbar. Am Ende versöhnt sich die Familie, aber dann stirbt der Vater und dann haben die Brüder jetzt doch Angst, dass der Josef sich noch rächt an ihnen, wenn der Vater jetzt tot ist. Und dann sagt Josef, ihr gedachtet, mein Leben böse zu machen, Gott aber hat es gut gemacht. Und der hat mit seinem ganzen Leben, mit allen Schwierigkeiten, im Gefängnis gewesen und sonst was, seinen Frieden gefunden. Und ich finde, das ist ein schönes Ziel fürs Leben. Wäre das auch das, was Sie vielleicht jetzt jemandem sagen würden, der uns gerade zuhört und der diese Gewissheit oder diese Resilienz von Geburt an im Moment noch nicht spürt, noch nicht hat, wie er da durchkommt durch so ein Tief? Ich würde einem Menschen, ob er jetzt gläubig ist oder nicht, gerne sagen, du bist nicht allein. Also du kannst dich jetzt vielleicht einsam fühlen, aber du bist nicht allein. Nimm Kontakt auf. Da gibt es Menschen, die den Kontakt mit dir auch wollen. Und wenn du gar keinen Kontakt hast, dann ruf die Telefonseelsorge an. Da sind Menschen, die sind nur dafür da, mit dir ein aufmunterndes, ermutigendes Gespräch zu führen. Ich finde, in unserem Land muss sich niemand einsam fühlen, auch wenn er alleine lebt. Und manche fühlen sich ja auch einsam in der Beziehung. Also bleib nicht bei dir, sondern geh raus, such den Kontakt und da werden Menschen sein, die mit dir sprechen, damit du nicht in Einsamkeit verfällst. Deswegen sind solche Gespräche auch heute wie mit Ihnen ganz, ganz toll. Ich bedanke mich von ganzem Herzen dafür. Ich würde sagen, wir verabschieden uns alle beide. Ihnen möchte ich noch sagen oder euch, margotkäsmann.de, einfach mal reingucken. Podcast auf NDR, Mensch, Margot und vor allem die Bücher. Nur Mut oder eben auch vielleicht mal für die Familie und für die Kinder, für die Enkel, die Kinderbücher anschauen. Frau Käsmann, ich bedanke mich von ganzem Herzen. Und wie war das von Ihrer Großmutter? Was hat sie gesagt? Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Lass die Sonne nicht über deinen Zorn untergehen. Ne? Ja, ist sehr hilfreich manchmal. Damit gehen wir durch die Woche. Bedanke mich. Tschüss, Wiederschauen, alles Liebe. Ciao. Tschüss.
so starke offene Gedanken in dem Gespräch. Was ich für mich heute auf jeden Fall nochmal mitnehme, ist dieses Spotlight auf das Thema Reue. Wie oft macht die uns zu schaffen im Alltag und sie macht so gar keinen Sinn, ne? Und auf der anderen Seite diese Mutmach-Geschichten, die sie jetzt mitten aus dem Alltag erzählt hat, wo sich Leute gerade jetzt, Leute, die einsam sind, gegenseitig Briefe schreiben oder richtig praktisch helfen. Das tat jetzt mal in diesen Wochen richtig gut, das wieder zu hören. Ich habe mir noch ein paar Zeilen aus einer ihrer Predigten aufgeschrieben, weil ich diese vier Zeilen einfach richtig stark finde. Vielleicht auch Kraftquelle für eure neue Woche. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. In diesem Sinne wünsche ich euch eine starke Woche. Holt euch ein Abo, verpasst keinen der nächsten Gäste, drückt auf die Glocke, dann werdet ihr immer benachrichtigt und ich freue mich sehr auf eure Kommentare zu dieser Folge. Bis später, eure Peggy. Tschüss.